Vom 13. bis 16. Juni diesen Jahres findet wieder die große 72-Stunden-Aktion des BDKJ hier in Rheinland-Pfalz statt. Ich darf die Schirmherrin in diesem Jahr sein und ich freue mich ganz besonders darüber, dass die bundesweite Auftaktveranstaltung hier in Rheinland-Pfalz stattfindet. Ich werbe für diese Aktion, vor allem, dass viele Kinder und Jugendlichen sich daran beteiligen. Sie können sich die Aktionen aussuchen, die Ihnen liegen. Es macht, glaube ich, sehr viel Spaß, gemeinsam mit anderen etwas Gutes zu tun für die Gemeinschaft. Völlig egal, ob es in der Natur ist, ob es tatsächlich dann ein ökologisches Projekt ist, ein politisches Projekt ist, ob es ein interkulturelles, ein soziales ist. In vielen, vielen Bereichen kann man etwas tun für die Gemeinschaft und das bei der 72-Stunden-Aktion eben auch gemeinsam. Ich würde mich freuen, wenn viele daran teilnehmen. Das Motto dieses Jahres ist, uns schickt der Himmel. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen, die davon profitieren, tatsächlich den Eindruck haben, wenn sie, ihr kommt und etwas für sie tut, dass der Himmel sie schickt.